Ja, jetzt gucken wir uns natürlich im Detail an, was ist alles neu mit dem letzten Patch ins Game gekommen, neben jetzt der kompletten Liste, der kompletten Fische jetzt am Nordmeer, was ist noch im Game? Also, als allererstes schauen wir tatsächlich nochmal kurz rein, was gibt es denn für Fische? Und zu diesem Zweck schauen wir tatsächlich mal eben hier in den Wettbewerb rein. Genau. Und wenn wir hier auf alle Fische gehen, sehen wir dann auch, auf was man hier alles angeln kann. Atlantischer Hering haben wir hier zum Beispiel. Der ist neu mit drin. Dann haben wir hier den Konga mit drin. Sehr schön. Doggerschabe. Die Doggerschabe? Was ist denn ditte? Auch nicht schlecht. Dornhai hatten wir schon, Almoder hatten wir schon. Was haben wir denn hier noch drin? Gewöhnlicher Leng. Der normale Leng ist mit drin. Jawohl. Dann ist dazu gekommen hier der Kragenhai. Richtig schön. Dann haben wir hier die Langohr-Aalmutter. Auch krass, neu. Dann natürlich hier den Riesenhai. Leider kann man das nicht auswählen und größer machen. Aber immerhin haben wir den auch mit drin. Der Seehase ist mit drin. Ist das krass? Oh, den müssen wir gleich mal direkt testen, ey. Seehase. Alter. Und die Seekatze. Miau. Ist ja der Hammer. Was geht denn ab? Das ist ja cool. Und einen Sternrochen dabei. Auch noch mit drin. Sowie der Wrackbarsch. Alter, der sieht aber krass aus. Jetzt bin ich natürlich mit den Größen übelst gespannt. Da müssen wir allerdings jetzt ein bisschen abwarten und testen. Also 1, 2, 3, 4, passt das? 5, 6, 7, den habe ich übersehen. 8, das Klischee, Sachen gibt's. Gewöhnlicher Längen, 9. Konga, 10. 11 und 12 der Hering, der olle Haarung. Schönes Ding, ich bin ja mega gespannt, da werden wir doch schön jetzt in den nächsten 2 Wochen hier konstant am Nordmeer auf die neuen Fische angeln und versuchen hier alles rauszukriegen. So, das ist doch schon mal gut, das ist mit drin. Dann haben wir natürlich neues Setup mit drin und wir haben ein neues Haus mit drin. Und da gucken wir natürlich auch gleich rein. Aber erst werfen wir nochmal einen Blick in den Shop. Das ist natürlich auch mal wichtig. Was gibt es denn Neues? Was haben wir denn Schönes hier jetzt im Shop? Also, Angelrouten allgemein. Gucken wir mal eben hier vielleicht nach den Meeresrouten. Pilkrouten. Also, neue Pilkrouten. Poseidon. Haben wir hier ein paar Details. Wurfgewicht, Tragfähigkeit, Bonuswerte plus 7. Okay. Das ist nochmal interessant. Letzten Endes, wenn man am Maximum angekommen ist, hilft einem halt nur noch, um noch mehr und noch besser zu werden sozusagen, Bonus auf den Routen, auf dem Setup. Das heißt, die Boni plus 7 extra für Pilker. Ja, aber das sind ja jetzt ja auch die normalen Pilkrouten und nicht die schweren Bootsrouten. Poseidon Mega Jig. Ausschließlich für Gold zu kaufen. Und das aber auch hier in der Special Edition plus 7. Das ist die Poseidon Mega Jig. Ah, okay. Poseidon Mega Jig plus 7, 2, 2. Poseidon Mega Jig plus 7, 2, 2. Alles klar. Also einmal eine optische Special Edition sozusagen. 260, 8,4. 260, 8,4. Ja, also das ist einmal hier die Normalversion sozusagen in Rot und wenn man sich ein bisschen was Besonderes leisten möchte, schön in Gold, am besten mit einer Wenger in Kombination,
dann kann man sich hier die Special Edition kaufen für Gold. Und das ist dann bestimmt hier die gleiche, genau die Pirk, 340, gleiche Länge. Auch hier 7% plus 2 auf Pilk, genau 1:1 das gleiche. Und dann auch hier wieder optisch die etwas andere Version sozusagen, der etwas andere Style. Ja, Power war auch gleich. Alles klar. Also, das sind hier einmal die neuen Pilkrouten. Jetzt gucken wir gerade nochmal eben bei den Bootsrouten rein. Ja, das ist doch wieder das gleiche Spielchen. Die wahrscheinlich auch wieder nur für Gold. Alles klar. Also für alle Spieler, die weniger Zeit haben, aber dafür mehr arbeiten gehen, mehr Kohle haben. Und die gönnen sich dann vielleicht einfach mal das Teil. Mit plus 1 auf alles. Ja, lecko funny, Alter. Ja, lecko funny. 3 Kilo. Wait a minute. Was hatten wir zum Schluss? Wir hatten zum Schluss diese 2,5 für 36.000. Das war momentan das Beste, was es gab. Und jetzt sind wir drinne für 47.000. 3 Kilo Pluswerte drauf. Alter Falter. Das ist natürlich ein Schmackofatz. Und das Teil hier, weniger Pluswerte. Nee, das ist gleich. Aber hier einfach nur in etwas kürzer und ein bisschen weniger Tragfähigkeit. Macht das jetzt einen großen Unterschied? Ich meine, groß weit rauswerfen, deswegen deutlich eine längere Route, braucht man eigentlich nicht. Nee, eigentlich sehe ich keinen großen Mehrwert. Ein bisschen mehr Tragfähigkeit. Kratsching, gekauft. Mehr sehe ich da nicht. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dann gab es aber auch noch neue Kunstköder, war das richtig? Gucken wir nochmal eben rein. Das waren die Rollen, da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Neu, 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 neu. Hier haben wir es. Riesengummifische. Alles in neu. Oh, hier unten sind sie. Und schon alle ausverkauft. Ja, ihr macht mich doch fertig, ihr Lümmels. Was ist denn mit euch? Und direkt alle ausverkauft, oder was? Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Da müssen wir direkt schon mal reisen. Da fahre ich doch gleich erstmal direkt zum Wolchow oder sowas. Oder zur Sura am besten, wo keiner hinfährt. Und dann wird da erstmal eingekauft. Das ist ja der Oberhammer. Wie die Geier. Wie die Geier. Kannst du dir nicht ausdenken. So. Was gibt's denn noch Neues? Ich bin jetzt gerade noch mal einmal alles komplett durch. Also es gibt so nichts weiter neu. Heißt also, wir können uns dann genüsslich den neuen Rollen widmen. Und da gucken wir natürlich auch rein. Neu, neu, neu. Borealica. In 40er, ich habe die 30er, die jetzt in 40er, noch keine 60er, noch keine 60er, keine 60er Rollen, einfach nur 40er Rollen, mit jetzt den Patch Notes, dass vielleicht die 0,8, die 0,8 mm plus, also Schnur über 0,8 mehr Fassungsvermögen hat? Das ist natürlich ein Ding. Ja, und das hier ist natürlich auch ein Ding. Reef Electro Raptor. Alter. 20 und 40. Also, das 40er Sahnestück. Das ist der Hammer. Rollenbremse, warte mal. Motorleistung 47 Kilo. Bremse 38 Kilo. Wurfgewicht 128 Gramm. Okay, das wird nicht geworfen. Pilker dran, abwerfen, also runtersinken lassen gut ist. Irgendwas Kleines absinken lassen gut ist. Geeignet für Trolling, Big Fish, naja, Big Fish, bedingt wohl große Zugkraft. Ja, das Teil wird natürlich ausgiebigst getestet nach allen Regeln der Kunst. Das gucken wir uns natürlich im Detail nochmal an, was das Teil kann, was damit geht,
Ich bin mega gespannt. Damit fahren wir gleich noch raus und testen das ausgiebig. Und dann gucken wir mal, ja, was das denn für Vor- und Nachteile hat. Das wird nochmal richtig spannend. Das war's dann schon, ne? Das war's dann schon. Borealica. Ja, es gibt nur die Borealica tatsächlich als 40er. Wurfgewicht erhöht 35,4 und Schnurkapazität 1,5 Kilometer, also 1500 Meter an Schnur. Und damit sind wir durch. Noch nicht ganz. Ha, Stationärrollen. Tourion gibt es auch noch. Tourion 8000 bis 30.000. Oha. Oha, oha, oha. Auch nochmal eine große, richtig große 30.000er Spulenkopf. Alter. 20.000er, 8.000er. 8.000er für 32, 45. Die Reef Tourion. Okay. Ob das Teil wertiger ist als die Goliath? 5 Sterne, auch 5 Sterne. Und hier haben wir 078, 500 und 2 Meter. Und hier ist weniger drauf. 078, 460. 36 Kilo. 33 Kilo. Also nochmal mehr Tragfähigkeit, dafür etwas weniger Schnur drauf. Gleicht sich quasi wieder aus. Auch das Ding, super spannend. Muss ich mir im Detail nochmal angucken, was das Teil kann. Was haben wir hier? Übersetzung 4,4. Relativ langsam. Ah, okay, 5,8. Also anhand der Übersetzung sehen wir dann auch schon, dass wir also hier bei dem Teil nochmal eine bessere Kraftübertragung haben. Das heißt, wir haben, wenn wir kurbeln, einfach mehr Power, das, was wir quasi übertragen können pro Kurbeldurchgang auf den Fisch. Ist jetzt nicht so ganz gewaltig, aber macht schon mal einen Unterschied. So, und jetzt gucken wir natürlich erstmal ins Haus und dann bauen wir uns ein Setup zusammen und dann fahren wir mal raus auf dem Acker. Also, das ist alles neu. Habe ich was vergessen? Nö. Kaffeeaufträge, sind schon neue Fische drin? Noch nicht. Alles klar. Also, dann ab ins Haus. 44.000. Die Preise wurden von den Häusern überarbeitet. 44.000 für das Haus. Also, nicht mehr ganz so wild. Nicht mehr ein halbes Vermögen. Sondern, naja, immer noch viel, aber ich sag mal, das ist vielleicht eine Summe, die durchaus, auch das durchaus eine Summe, wo man sagen kann, okay, kann man sich vielleicht mal gönnen, wenn man eh so oft am Nordmeer ist, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Wir gehen mal rein, radams, und schauen uns mal um hier im Haus. Alter, das ist die neue Butze. Und hier bietet das doch richtig viele Möglichkeiten. Ja, sehr schön. Die ganzen verschiedenen Knotenarten. Wow. Sehr viele Möglichkeiten, dass man hier Sachen abstellt. Kann man hier was dranhängen? Kleine Details. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Musik geht auch an. Habe ich, glaube ich, ausgestellt. Die Wikingers. Nee. Nicht dein Ernst. Barjat. Kann das? Barjak? Alter, Bierwerbung hier. Oder Energy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh wait, kann man hier chillen? Sofa hinsetzen? Man kann hier hinsetzen und Fernsehen gucken. Okay, auch gut. So, was haben wir hier? Kann man auch noch ein bisschen Licht machen. Gucken wir mal hier.
Ja, nice, stylisch. Hier ist nichts. Ja, jetzt natürlich die Frage, wo sehen wir denn, wo wir die Fische hinhängen können? Das wäre doch nochmal interessant. Wir müssen doch irgendwo was platzieren können. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal hier um. Das Control Panel. Achtung! Allen. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? So, ich glaube, das ist doch ausgiebig Platz, um da oben mal den Don Kaulbarsch hinzuhängen, Alten. Wär doch mal was. Platz für den Artikel. Schön. Große Bretter, kleine Bretters. Oh, richtig große Dinger. Richtig große Bretter hier. Okay, das ist ja top. Und dann können hier, die ganzen Ruten rein. Zack, 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 zack. Alles abstellen, rollen ohne Ende. Dicken Fisch drüber hängen. Hier die ganzen, okay, das ist doch mal, das ist doch mal hier eine Trophy Hall. Das hat doch was. Und hier ist auch richtig Platz. Bam. Nice. Und zack, kann man das verschwinden lassen und es stehen nur noch quasi die Trophies hier rum. Hammer. Aber dann verschwindet natürlich hier meine Sitzecke, ne? Eieieiei. Schön rumlümmeln auf dem Sofa oder Sitzecke. Beziehungsweise oder Trophy, ne? Hammer. Ja, krass. Krass, krass. Okay, hier ist genug Platz. Das ist wirklich genug Platz. Kann man mal machen. So, aber nu, raus hier jetzt. Wir tüddeln unser Setup zusammen und ich würde sagen, ich bretter mal als erstes raus, wo es sinnvoll ist. Wir fahren mal, ich würde sagen, erstmal vielleicht zum 120er und testen da ein bisschen rum. Brauche ich noch was? Ja, würde ich sagen. Wir gehen noch mal kurz rein und zwar gucken wir noch mal eben nach Schnüre. Und zwar nach Monoschnur. Und da gibt es ja jetzt, oder gibt es ja auch schon seit dem letzten oder seit dem Nordmeer auch die Nylonschnur. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, was eben auch in den Patchnotes zu sehen war. Über 0,8 haben die Spulen mehr Kapazität. Heißt also, Nylonschnur ab 1 mm, 45 Kilo sozusagen, hat mehr Kapazität auf der Rolle. Bedeutet also, wir können deutlich verschleißärmer angeln und müssen nicht konstant hier mit Braid, mit geflochtener Schnur angeln. Also zum Beispiel jetzt hier 60 Kilo. Ich nehme mal eine mit ein bisschen Power, mit ein bisschen Farbe. Nehmen wir mal hier Ette, ne? Schön im Feierabend Orange. Und das Teil nehmen wir hier mal mit 60 Kilo. Weißt du was? Ich nehme die mit 77. Dann kann die noch ein bisschen verschleißen. Und dann habe ich richtig, richtig lange was von der Nylonschnur 1200 Kratsching gekauft. So, und dann tüddeln wir uns mal hier eine Pilkrute zusammen. Ich bleibe natürlich anfangs noch hier schön bei der Poseidon, die ich hier habe. 500 Meter drauf, jetzt auf der Braid. Und wo haben wir, da oben ist sie, da ist sie, drauf. 100 Meter nur noch. Okay, das wird ein bisschen Spack. Da muss ich sagen, das wird vielleicht ein bisschen eng für die Overlord, für die 8000er. Ja, verstehe ich. ich nehme mal ersatzweise gerade. Wait a minute. Moment. Was habe ich da gesehen? Wait a minute. Die Tagara wird überarbeitet.
allen neue... Hallo! Neue Optik der Tagara. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr schick. 26,3. Alter, ich dachte gerade, was habe ich denn da für eine Rolle im Inventar? Tagara, 20k, Jawolski, Tagara 10.000. Alter, richtig schickes Ding. Super nice. Gab es noch irgendwelche Überarbeitungen? Habe ich irgendwas übersehen? Die Beluga Bestia? Sah die schon so aus? Ne, die wurde auch überarbeitet, ne? Mit dem Gold dran? Auch andere Optik. Oder? Vertue ich mich da? Ihr werdet das besser wissen, oder? Ihr nutzt das Ding vielleicht viel mehr. Einfach mal unten reinschreiben. Verhaue ich mich da gerade? Aber ich glaube, die Beluga auch. Noch irgendetwas von den kleineren Sachen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, das sieht nice aus. Das sieht einfach deutlich besser aus. Man sieht einfach andere Texturen, anders überarbeitet. Grafisch tut sich da ständig was. Hammerhart, ey. Hammerhart. Deutlich wertiger. Schickes Ding. Tipptopp. Wo waren wir stehen geblieben? Ich war ganz irritiert jetzt gerade. Goliath, genau. Die bleibt so. Schnurkapazität. Schnurkapazität. Und bei der Wenger wird es noch knapper. Alter Falter, 86 Meter nur. Okay, da hat die Overlord einfach mal mehr Schnurkapazität als die Wenger. Deutlich spannender also. Und dann haben wir hier vielleicht für die Tiefsee die Goliath. Okay, es ist vielleicht ein bisschen tricky. 0,25. Kann ich die doch zurückgeben? Ich muss, glaube ich, mal eben was zurückgeben. Also, abgebaut, Y drücken, Schnur zurückgeben, Nylon-Schnur eingetippt, hier haben wir sie und ich glaube, da reichen dann auch die 600, weil mehr werde ich da wahrscheinlich eh nicht drauf haben. Und dann nehmen wir jetzt hier die von, ja, die 60er mal, dann machen wir die 60er drauf, da ist sie auch schon und wir haben 270 Meter davon drauf. Auf der Wenger sind es 100 Meter. Immer noch ein bisschen knapp. Immer noch ein bisschen knapp, kann man nicht anders sagen. 100 Meter. Tagara, ja gut. Tagara wahrscheinlich, ja, auch 100 Meter. Aber, und dann auf der Overlord, die dann hoffentlich auch wieder beim Weihnachtsmarkt zu kaufen ist. 8000er Spule. 127, das sieht auch wieder richtig gut aus. Ja, das wäre vielleicht noch was jetzt für das Angeln hier im Seichten. Also vom Land aus, einfach hier da auf dem Affenfelsen zum Beispiel oder sowas. Oder hier von der Reling, vom Hafen aus. Da kann man das machen, man hat einfach weniger Verschleiß und kriegt auch seine Kohlen und dann lübt das. Also, so sieht das Ganze aus. Und ich bin jetzt nochmal schnell tatsächlich zur Sura gefahren und kaufe jetzt hier vielleicht nochmal eben kurz ein. Das sind jetzt hier die ganzen neuen Kandidaten. Ich habe gar nicht von allen alles. Deswegen werde ich es auch nicht komplett übertreiben hier. Die 300er, das reicht mir erstmal. Dann gucken wir hier gerade nochmal eben rein. Die ganz großen, die müssen es, glaube ich, vielleicht anfangs noch nicht sein. Wobei so eine 600er wäre vielleicht was. Aber ich bleibe erstmal hier bei den 300ern, dass wir die einmal hier haben. Und dann kann ich die hier einmal schön nochmal durchtesten in den verschiedenen Farben. So. Zack, zack, zack. Einmal die 300er Serie. Und wieder zurück am Nordmeer. Und wir brettern raus und wir gucken uns das Ganze hier an. Ich löse auch direkt das 5-Tages-Ding, denn wir werden jetzt hier erstmal ja ausgiebig durchziehen und die nächsten 2 Wochen hier am Meer verbringen. Deswegen kann man sich das mal gönnen. Also, wir bauen mal das neue Setup schon mal zusammen. Und zwar bestehend aus der Poseidon. So, dann kommt jetzt hier natürlich die Rolle drauf, die neue. Dann kommt hier die Schnur drauf. Schocklieder.
180er. Was haben wir denn eigentlich für ein Setup hier? Running Leisure? Ne, wir gehen mal auf riesigen Gummifisch, gerade frisch gekauft. Nehmen wir das mal so, wie es ist. Die 300er Serie, hier ist sie jetzt komplett. Hier sind die 9. Wir nehmen mal direkt hier den knallroten oder nehmen wir den? Wir nehmen mal den hier. Das ist doch hier so eine Farbe, die man gerne und häufig hier hat. 6-0er Haken nur. Aber das, wobei, nee, ich glaube, ich nehme mal rot. Und vielleicht gehen ja auf das Teil auch, ja, das sieht auch gut aus. Aber es ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Es ist schon übertrieben. Ich fahre mal jetzt hier runter zum 120er. Mal eben hier rüber wenden. So. Ja, also, wir haben hier jetzt zusätzlich bei diesem Gerät einen Motor drin. Elektrorolle, also mit Motor. Ganz wichtig, ich mache mal ein bisschen leiser, das Einsatzgebiet für diese Rolle soll sein mittelschwere Fische. Also nicht absolut High-End und Endgame für die absoluten Giganten gedacht, sondern mittelschwer bis schwer. Also sowas bis 60 Kilo vielleicht herum. Dafür ist das Einsatzgebiet richtig gut. Und dann muss man einfach gucken, dass man eben auch nicht so viel Verschleiß auf den Motor bekommt. Wir gehen da mal im Detail rein. Es gibt jetzt dazu noch mal den Motor als Verschleißfaktor. Ist ja klar, wenn das Ding einen Motor hat, verschleißt er auch irgendwann. Zum Glück gibt es keine Batterien, die man nachkaufen muss. Das ist schon mal ganz gut. Also, das Teil, Getriebe natürlich wie immer, Kugellager, Bremse, Spule und so weiter. Schmierung, ja, da werde ich höchstwahrscheinlich auch hier wieder die Extra Solid drauf machen, wenn der Verschleiß natürlich da ist, wenn das runtergegangen ist. Ich bin gespannt, inwieweit das hier in Zusammenhang steht zwischen Motorverschleiß, Getriebe und so weiter. Ob es dann einen Zusammenhang gibt bei Schmierung und Getriebe, merkt man ja einen deutlichen Zusammenhang. Aber ansonsten muss man sagen, aufpassen, dass der Motor nicht so viel Verschleiß bekommt, denn das ist ein übelster Kostenfaktor. Wir gucken uns nachher nochmal an, was das kostet. Bei 0% kann man leider nicht reparieren. Das heißt also, wir gucken da später nochmal rein. Oh, ich bin schon zu weit. Wir fahren mal so ein bisschen hier oben hin. Wir gucken da gleich nochmal rein, was denn das kosten würde, wenn man den Motor austauscht. Es ist ein Austauschartikel. Wenn das Ding Schrott ist, ist das Ding Schrott sozusagen. Dementsprechend ist das nicht ganz billig. Also da vorsichtig sein. Weißt du was? Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier. Zack, hier ist einiges los unten. Und wir werfen aus. So, einfach nur kurz antippen, absinken lassen. Jetzt sehen wir natürlich zusätzlich unten schön die Anzeige. Absolut nice to have. Und wir sehen hier oben drauf, wenn wir es sehen, auch nochmal die Anzeige. Auch nochmal nice to have. Einfach ein netter Bonus sozusagen, dass man dann da oben das nochmal sieht. Man sieht es da unten. Einfach schick gemacht. Machen wir mal kurz zu. Man kann ganz normal kurbeln jetzt natürlich. Und dann lassen wir es erstmal hier absinken. Schön locker runter hier. 300 Gramm dauert natürlich auch ein bisschen. Ist jetzt ja nicht ganz so schwierig. Schon mal ein bisschen Energie reinpumpen. So. Und dann schön runter damit. Wenn wir uns die Rolle im Detail noch einmal anschauen, schauen wir mal eben hier rein, sehen wir natürlich, auf was das Gerät ausgelegt ist. Und zwar ganz deutlich hier bei der Übersetzung. 2,4 zu 1. Das heißt, im Vergleich zu den Konventionalrollen ist das jetzt kein Gerät, was mit den großen 40er Konventionalrollen an Kraft und Power mithalten kann. Das ist eher dafür gedacht, dass man hier, naja, dass man es vielleicht ein bisschen leichter hat. Es ist so ein bisschen der entspannte Weg, das Altherrenangeln vielleicht. Man drückt auf den Knopf und das Ding kurbelt automatisch ein.
Dafür ist das eher ausgelegt. Es ist nicht dafür gedacht, dass man jetzt damit die absoluten Giganten drillt und dann in den Elektrogang reingeht und dann versucht damit so ein, keine Ahnung, 300 Kilo Fisch rauszupumpen und der Motor kreischt und ächzt und ist am Limit. Dafür ist es auf gar keinen Fall gedacht. Da muss man wirklich mit vorsichtig umgehen, damit man, wie gesagt, nicht so viel Verschleiß auf den Motor bekommt. Wurfgewicht hat man ja gerade schon gesehen. Hier steht jetzt nochmal die Einholgeschwindigkeit, 190 Meter in der Minute. Das ist doch schon mal krass. Das heißt, wir sind unter einer Minute bei einem 120er-Spot jetzt hier. Das ist doch schon mal super. Ja, und dann haben wir hier, wie gesagt, die Übertragung und die Bremse sozusagen. Da gucken wir doch mal, was das denn so bringt. Und weißt du was? Ich teste erstmal noch irgendeine Köderkombi jetzt hier, die so ein bisschen entspannter ist. Dafür kurbeln wir jetzt ein. Man stellt das ja bei den Konventionalrollen mit Shift und mit Space ein. Zack, jetzt sind wir auf dem Elektromodus und können jetzt, wow, wie mit so einer Drohne, sehr schön, wenn wir die linke Maustaste drücken, einmal gedrückt und es zieht elektrisch ein, Doppelklick und es geht ab. Bremse können wir einstellen. Einholgeschwindigkeit auf Automatik. Einfach leisure. Einfach auf entspannt. Ist ein bisschen laut. Aber kann man ja runterdrehen. Ich habe es extra ein bisschen lauter gemacht, damit man das auch gut hört. So, einfach wieder hochgekurbelt das Ding. Alter, das ist so richtig Altherrenangeln. Komm, sei mal ehrlich. Das ist doch was. Einfach auf entspannt, wenn man hier ständig rauf und runter kurbelt. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? So, warte mal. Jetzt machen wir mal hier klassische Pilkmontage. Wir gehen mal rein hier mit einem großen Pilker. Nehmen wir mal so ein Kilo hier. Dann machen wir hier noch schön Gebimsel drauf. Apropos Gebimsel und langes Setup. Wir haben ja, es wurden ja die Längen so ein bisschen reduziert, ne? Machen wir mal hier schön alles auf Rot. Dann machen wir hier mal so ein mittelgroßes Vorfach Köhlerfilet dran. Es wurden ja die Längen reduziert. Das ist auch nochmal interessant. Und zwar von den Vorfächern, dass man Fische besser keschern kann. Und hier machen wir nochmal einen Gummimack unten dran. Machen wir mal den. Ich gehe tendenziell jetzt gerade schön auf Rot. Ich hoffe einfach gerade so ein bisschen auf die Barsche, Rotbarsch zum Beispiel, wäre nicht schlecht. Und dann machen wir hier schön. So, eben alles zusammengebaut. So sieht das gesamte Setup jetzt aus. Also ein bisschen kürzer, 10 cm kürzer hieß es. Damit man, wie gesagt, wenn ein Fisch dran ist, dass man dann da den Kescher besser verwenden kann. Ein Kilo jetzt, locker ausgeworfen. Und jetzt, zack, sinkt das Ganze hier wieder runter. Na, wo sind wir hier? Immer noch knapp in dem Bereich. Weißt du was? Wir holen das nochmal schnell hoch. Ziehen wir nochmal eben ran hier. Und ich fahre nochmal eben ein paar Meter weiter zurück. So, da sind wir doch jetzt. Direkt wieder raus das Ganze. Kurz straff ziehen, absinken lassen. Und jetzt runter hier. Schön auf dem 120er. Perfekt. Und wir haben hier schlammigen Untergrund. Das wollen wir haben. Vielleicht geht ja sogar noch in den Läng rein. Das wäre natürlich richtig gut. Also, das gucken wir uns mal schön hier jetzt im Detail an, was denn da so geht. So, und da sind wir angekommen. Zack, Bewegung in Grundnähe. Ich ziehe nochmal kurz auf Spannung. Und dann können wir jetzt hier schön mit dem Pilker auch nochmal reingehen und ins Pilken gehen. Aktion der Rute übrigens richtig cool. Gefühlt ist die von der Spitze ein bisschen weicher, aber fühlt sich schon mal ganz gut an. Und zack, da haben wir schon Biss. Erster Fisch ist dran, schnell reinkurbeln und jetzt können wir einfach halt in den Elektrogang. Hahaha.
Ist er am Limit? Mach mal keinen Scheiß, Alter. Ist er am Limit? Was ist denn das für ein Fisch? Elektrogang aus. Mach mal keinen Mist. Ist das ein dicker Brocken oder was? Erster Wurf. Es geht tatsächlich ein bisschen in die Bremse. Ich mach mal ganz zu. Aufpassen natürlich, auch beim Elektrogang, wenn die Bremse zu ist und das Ding zieht durch. Naja, dann macht's irgendwann Peng, ne? Also da natürlich gucken. Bremse auf und zu. Das Spielchen muss natürlich sein. Und jetzt gehen wir nochmal in den Elektro. Jetzt haben wir ihn quasi in die Richtung gedreht, den Fisch, dass er nicht irgendwie abhauen will, in die Tiefe stürzt, sondern gerade nach oben guckt. Und jetzt können wir ihn auch nach oben ziehen. Schön konstant. Schon sehr angenehm, oder? Schon ein bisschen easy. Schon ein bisschen easy. Apropos easy. Ich habe das U-Boot noch gar nicht gerufen. Leute, das U-Boot! Ich muss auch das U-Boot rufen. Alter. Ist das der Hammer. Also, was machen wir jetzt noch? U-Boot rufen. Und danach nochmal gucken, wie das aussieht vom Verschleiß. Ob wir da gleich Verschleiß drauf haben, schon nach dem ersten Fisch. Ich gehe davon aus, irgendwie ein bisschen Verschleiß wird wahrscheinlich drauf sein. Wobei das gesamte Gerät super extrem wenig Verschleiß haben soll. Immer vorausgesetzt, man verwendet es richtig. Ist ja bei allen Geräten so. Hoffen wir also auch, dass das dann hier nicht so heftig ist. Also wie gesagt, die normalen Teile absolut geringer Verschleiß. Und beim Motor, weil das Ding eben auch so sehr, sehr teuer ist beim Reparieren, auch da wenig Verschleiß. Ja, also U-Boot gleich rufen, Verschleiß angucken und dann gib ihm. Das ist nicht schlecht jetzt. Können wir auf schnell drücken? Nö. Er zieht einfach, je nachdem, wie der Fisch halt gegendrückt oder nicht, zieht er jetzt automatisch hoch. Bremst auch dann wieder ein bisschen, wenn er sich wehrt. Und dann ist er jetzt gleich da. Er ist schon angenehm. Da kommt er schon. Et gut. Lol, ein Plattfisch. Und jetzt können wir ihn auch haken hier richtig. Ein kleiner Heilbutt. Klar, das erste, was mir reingeht. 10 Kilo Heilbutt. Na, ist es denn. So, direkt nochmal reingucken jetzt. In das Dingen. Detail. Haben wir Verschleiß? Nö. Doch, ein bisschen Schmierung haben wir direkt. Okay, da muss ich jetzt doch ein bisschen weiter durchziehen. Bleiben wir einfach bei dem Punkt, dass der Verschleiß verdammt teuer ist. Also, Verschleiß auf dem Motor verdammt teuer. Ächzt den Motor nicht am Limit. Wenn das Teil am Limit ist, umschalten vom Elektromodus auf normal. Also umschalten, normal kurbeln, normal in den Drill gehen. Und wenn der Fisch dann entspannt ist, stellt euch vor, ihr seid damit unterwegs. Auf einmal ballert euch so ein Grönlandhai von 300 Kilo rein. Und der ist 400 Meter weit draußen. Und der ist dann aber fix und fertig. Dann einfach auf entspannt mit dem Elektromotor einkurbeln. Schön, einfach kommen lassen. Das ist richtig gut, dafür ist das Ding gedacht. Wenn der Grönlandhai aber gerade abzieht und gar keinen Bock hat auf euch, dann auf gar keinen Fall den Elektromotor einschalten und versuchen damit auf Krampf dagegen zu kämpfen. Absolute Katastrophe, da kommt garantiert nicht genug Silber für bei dem Grönlandhai rein, um das Ding dann zu reparieren. Also, jetzt rufen wir uns, glaube ich, nochmal das U-Boot. Geht das denn jetzt überhaupt? Ich drücke mal P. U-Boot wurde gerufen, steht da unten. Und jetzt bin ich ja gespannt, Alter. Wo ist er? Die Nautilus. Wo ist er? Kommt der direkt vor mir raus? Da ruft man ja den Björn und sagt, piep, 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 piep. Danger. Ich brauche dringend neue Köderalgen. Mein Kescher ist voll. Piep, 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 piep. Wo? LOL! Ist weg! Hör mal, hau mal nicht ab hier! Hau mal nicht ab, Alten! Ich kann es hier einfach verkaufen. Fischmarkt?
Angelgeschäft, Lebensmittelgeschäft, Björns Baitshop, Bootstation. Ich kann Ticket nachkaufen. Oh, wie gut. Ja, sehr gut. Das war ja schon, das war doch schon eine große Hoffnung. U-Boot wegschicken mit L. Also, wir können eh einfach in den Fischmarkt verkaufen. Wir haben natürlich nicht das Café dabei. Wir haben das Angelgeschäft. Hat gerade ein bisschen gedauert. Viele loggen gerade wahrscheinlich ein. Lebensmittelgeschäft auf G, ganz normal. Dann haben wir auf J, ja, neue Köder, falls da was fehlt. Die Bootsstation, super praktisch, wenn dir das Bootsticket irgendwann mal ausläuft und du im dicken Drill bist. Natürlich rechtzeitig rufen. Ihr habt gerade gesehen, das Boot, das U-Boot braucht ein paar Minuten, bis es hier ist. Aber dann kann man sich das gönnen und danach, ja, perfekt, wegschicken und gut ist. Jetzt natürlich die Frage, kann ich das sofort wieder rufen? Wurde gerufen. Wahrscheinlich kann ich sofort widerrufen. Ich habe schon gedrückt. Wird wahrscheinlich so sein, dass ich sofort widerrufen kann. Ohne Cooldown. Nicht schlecht. Ja, das ist es, glaube ich. Haben wir alles durch? Wir haben alles durch. Bis auf den exakten Verschleiß von dem Teil. Aber zu der Rolle und zu dem gesamten Setup sozusagen. Ich werde das Teil jetzt erstmal schön auf Herz und Nieren testen. Und werde dann schön in nächster Zeit nochmal ein Video machen, was denn diese Rolle mit dem Elektrogang, was die denn so kann. Und dann gucken wir uns das im Detail an. Also, was kann die Elektrorolle, was kann das gesamte Setup? Und dazu wird es dann natürlich nochmal ein extra Video geben, ob sich das hier lohnt. Der Preis ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber was willst du machen? Irgendwann im Endgame hast du einfach zu viel Kohlen und dann gönnt man sich sowas. Petri Olümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Jetzt die nächsten 2 Wochen, jeden Tag außer samstags, immer ab 19 Uhr. Bis dahin.